Willkommen hier zu Hotlab auf YouTube. Wir sind diese Woche in Österreich, in Spielberg, um genau zu sein. Abonniert den Channel gern kostenlos für mehr und eine ganz besondere Strecke, alles im Zeichen des Bullen natürlich. Und eine, ja, faszinierende Strecke. 1970 gab es das Debüt hier auf dem damaligen Österreichring, dann der 1-Ring und eben jetzt der Red Bull Ring. 4318 Meter hat eine Runde, 10 Kurven, dabei sind wir auf 3 Linkskurven und 7 Rechtskurven, also sehr rechtslastig. Max Verstappen hat hiermit 3 bzw. 4 Wins den Rekord und 71 Runden sind heute zu absolvieren. Was das Ganze ziemlich interessant machen wird. 3 DRS-Zonen gibt es, 18 Kurven und ja, na 18 Kurven, sorry, 10 Kurven natürlich. Und das auf schnittigen 69 Metern Höhendifferenz. Es geht los hier aus der letzten Kurve raus. Harter Bremspunkt. Dennoch müssen wir hier eigentlich schnell raus. Links natürlich auch Track Limits immer ein Thema gewesen. DRS on und erste Kurve. Schon harter Bremspunkt. Der Rechtsknick, der ordentlich schwierig zu fahren ist. Und dann, ja, hier links außen Track Limits und vor allem auch der Sausage Club ruiniert der schnell den Unterboden. DRS on den Berg rauf. Da gab es natürlich auch schon die ein oder andere, ja natürlich hier mal den Zweier Knick, Kurve Nummer 2 und hier am Berg oben, Kurve Nummer 3. Da gab es natürlich auch zwischen Rosberg und Hamilton 2016 eine Kollision, aber auch zwischen Leclerc und Verstappen ging es dann nicht reibungslos, wo Verstappen meiner Meinung nach Leclerc von der Strecke gedrängt hat. Die Stewards waren da anderer Meinung. Dann geht es hier runter, zweite DRS-Zone. Nein, das ist schon die dritte, sorry. Soderlas geht Richtung Turn 4. Da gab es einige Ausritte ins Kiesbett letztes Jahr im Rennen. Unter anderem wurde der Perez und auch Leclerc weit geschickt. Und dann zack, links. Jetzt geht es rund um den Bullen. Die zwei schnellen Linkskurven, die haben es echt ordentlich in sich. Noch eine Linkskurve, gefolgt von der Rechtskurve. Die Kombination ist ordentlich schnell, wirklich. Da muss doch perfekt durchkommen. Und dann Jochen Rindt-Kurve, ein schneller Rechtsknick, der es auch in sich hat. Links sind Track Limits wieder ein Thema und die letzte Kurve smooth durchgekommen. Und das war schon eine Runde hier in Spielberg. Was für eine unfassbare, coole Strecke das ist. Muss ich euch, glaube ich, nicht sagen. Ihr kennt die Strecke und ich bin sehr hyped aufs Rennen. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall sehr spannend werden und wir werden auf jeden Fall einen Gewinner sehen, der sich das natürlich auch reglich verdient hat auf einer Highspeed-Strecke wie der. Wir haben die drittschnellste Strecke von der Durchschnittsgeschwindigkeit her und ja, das ist schon sehr spaßig. Jochen Rindt und auch natürlich den einzigen österreichischen Fahrer, der hier jemals gewinnen konnte, Niki Lauda. Ich bin sehr gespannt aufs Rennen. Wer gewinnt, schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert natürlich gern kostenlos den Channel und schaut auch gerne auf TikTok auf its-tobi auf TikTok vorbei. Links wie immer in der Bio. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns entweder später zum Mega-Season oder morgen oder übermorgen zum Recap. Auf jeden Fall auch später auf TikTok gibt es ordentlich noch was zu besprechen. Kann ich mir gut vorstellen. Bis dahin und ciao.